Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Sons of the Forest. Genau. So. Hinpacken und hinpacken. Also ich brauche nicht mehr viel und dann ist das Ding fertig hier. Weiß nicht, ob das dann für, ob das dann klappt mit noch einer Seilverbindung. Nicht, dass da zu viel Gebüsch im Weg ist. Der Stachel im Brunnen. Was war das? So, zack, und zack. Oh, nochmal eine Zack. So, bam. Und hier loswerden. Fällt jetzt das auf, dass ich das Ding eigentlich falsch umgebaut habe. Aber hey, muss ja eigentlich keiner wissen. Okay. Das ist falsch rumgebaut. Ja, also die Plattform, wo man oben draufstehen kann, die zeigt halt in die andere Richtung, aber naja. Ist ja egal, ne? So, eigentlich sollte es sogar funktionieren. Ah, erst wieder mal ein Ding rein. Machen wir von da. So, und draufpacken und reinschütten. So. Ich weiß nicht, soll ich gleich an unser Haus andocken? Das ist momentan das Höchste. Ich habe mal an unser Haus angedockt. Okay. Oh. So. Zack. Up, up and away you go. Ja, weil ja. Oh, und hier sind drei kleine Kannibalen. Gut. So. So. Ey, kenn ich mal. Es sind sogar vier. So, aufhören mich zu schlagen.
So, okay. Pfeile wieder. Ja, du bist ein Teil davon. Einer ist jetzt abgehauen. Oh Mann. Ah, hier. So, jetzt. So, die ersten Dinger sollten kommen. Okay. Oh, weißt du, okay, also man kann nur große Stämme da entlang schieben lassen. Die kleinen funktioniert leider nicht. Oh, okay. Zumindest wissen wir es jetzt. Ja, genau. Sind es jetzt schon wieder mehr geworden hier? Okay, nee, da haben sich jetzt nur die Leichen kurzzeitig bewegt. Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn sich Leichen bewegen. Ja. Aber hey, solange sie liegen bleiben, ist alles okay. Herr Bogner, sollte was essen. Hey, noch mehr? Ernsthaft? Ja, ich wollte gerade sagen, hast du den Schrei gehört? Ja, das ist direkt neben mir. Sollen es mal lassen. Ich bin gerade am Bäume fällen. Bleib da, wo du bist, sonst gibt's eins auf die Mütze. Du schlägst was, Kelvin. Weißt du, wer da ist? Virginia? Ja. Hey, sehr schön. Ich auch, und sie hat einen Hasen mitgebracht. Oh, schön. Oh, ich bin ein Kannibale neben mir. Ein Stück Kartoffel. Okay. Kämpfen. Ich habe aber einen Baumstamm. Hey! Der frisst unsere Sachen weg. Was? Ja, es war bei unserem Rack und hat die weggeknuspert. Aha, was soll denn das, ey? Also wenn das soll dafür bezahlen? Ja, ich versuche ihn sein Leben zu bezahlen, aber der weigert sich. Da musst du ihn halt so lange dazu auffordern, dass er zahlen soll, bis er sich nicht mehr weigert. Ja, ich weiß, was du meinst, aber wir haben ja nicht die Zeit. So halt nicht. Na, wird schnell, kommt bei mir vorbei. Okay. Bringt sie dir auch irgendetwas? Nee, aber es ist gut, dass sie da ist.
Weil ich habe schon wieder Kannibalen schreien hören. Oh, und jetzt rennt sie weg. Okay. Okay. Tschüss. Die Frage ist nur, wohin rennt sie? Zu dir. Und genau jetzt kommen die Kannibalen, ey. Come on. Okay, bei Hat die mir auch. Angst oder was? Es wird mal Nacht, dann kann ich mal die Taschenlampe gebrauchen. Wirtschaftler, kannst du endlich mal drauf schießen? Bitte. Schieß auf ihn. Muss ich es halt wieder selbst machen? Das ist schrecklich mit der. Gut, dann machen wir die Schleusen zu. So. Ich lege noch ein paar Baumstämme. Ich weiß eigentlich nicht, was ich am Bauen bin. Bist du einfach Ja, am Bauen? im zweiten Stock, aber brauchen wir das überhaupt? Frage. Wollen wir schlafen gehen den nächsten Tag? Ja, können wir machen. Gut, gut, gut. Gut, das speichern. Und dann E. Nicht die Y. So, neuer Tag, neue Hoffnung. Yep. So, wie oft kommen wir jetzt aus der Trinkflasche trinken? Okay, so wie es ausschaut, sieben, viermal. Mal, das bedeutet zweimal voll Ja. machen. Das ist nichts. Wenn ich auch, man kann das ja gut nachtanken, ja, so nachfüllen. Ja. So, dann mache ich mal wieder ein bisschen Holz. Ja. So, noch schnell eine Rehe getötet. Auf dem Weg. Also ist das Reh oder du? Was? Ist das Reh auf dem Weg oder du? Wir waren beide in derselben Richtung auf dem Weg und das Reh hat es leider nicht geschafft. Okay. So. Frage mich, was Kevin so denkt. Du denkst, dass er denkt?
Ja, ich denke, dass er denkt, dass er denkt, denkt, denkt. Ah ja. Und ich denke, und ich denke, und ich denke. Ja. Oh. Ich habe da keine Balle hier rein. Beschmeiß ihn mit Holz. Nicht unbedingt. Ich konnte ihn mit einem Schlag töten, aber. Das war nichts Normales. Deine Beine sind auch nicht normal. Nein, hey, wird schon jetzt wieder da. Na, hast du beim nächsten Mal wieder ab, wenn sie kommen. Soll der eine Knarre haben? Sie wegballern wie nix. Oh, vor allem, ich habe meine Stärke wieder aufgelevelt und habe natürlich das wieder nicht mitbekommen. Ja, das wäre immer am besten, wenn man Zeugs auflevelt und nicht mitbekommt. Ja. Tja, muss ich noch ein paar mehr Bäume fällen. Geht nicht anders. Gut. So. Wie weit bist du eigentlich entfernt? Mehr als 3 Meter. Das war irgendwie klar. Ja, genau kann ich es jetzt auch nicht sagen. Der zweite Stockwerk hat bald eine Umrandung. Sehr schön. Finde ich auch, finde ich auch. Also ich habe hier gerade schon wieder so viel Platz gemacht, dass man ein neues Gebäude bauen könnte. Also ein großes Gebäude. So. Ja, ich wollte sie aus der Luft schnappen. Hey. Das sind die Baumstämme, die du geschickt hast. Ja. Dachte ich mir schon. Ja, zu spät geklickt. Ja, die Baumstämme brauchen tatsächlich schon ein bisschen, bis sie angekommen sind. Aber es ist bei Krümel, sie selbst zu liefern. Oh ja, vor allem über die Distanzen. Vom theoretischen Weise haben wir ja nochmal so ein Stück Wald, wo wir anbinden könnten.
Nochmal? Naja, wir haben jetzt halt die eine Ecke, wo wir schon die ganze Zeit die Bäume abgefällt haben. Haben wir jetzt angebunden. Jetzt haben wir hier noch das andere Eck hier angebunden. Dann haben wir ja nochmal ein Eck, wo wir anbinden könnten. Wo wir auch schon den einen oder anderen Baum gefällt haben. Ja. Und da die Bäume auch theoretisch nach oben fliegen könnten, ja, können wir das auch nochmal ins Haus anschließen, wenn du da noch ein paar Stockwerke drauf baust. Ja. Wie viele Stockwerke soll ich bauen? Weiß ich nicht. Brauchen Wolkenkratzer. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Ach. Wie kommst du denn darauf? Einfach so. Ist Virginia bei dir? Die ist, sollte bei mir in der Nähe sein, ja. Ja. Denn ich habe sie schon eine Weile nicht mehr gesehen, deshalb. Ach so. Und wenn Virginia jetzt nicht aufpasst, kriegt die gleich den Baum auf den Kopf. Sie ist dem Baum gerade so entkommen. Ja, die Frage ist. Haben Sie ein drittes Auge? Was? Oder besser gesagt, also, was hast du gesagt? Virginia ist fast vom Baum getroffen worden, oder? Ja, der ist nur gerade so schnell genug gewesen. Genau, und ich sagte, mit voller Inbrunst, keine Ahnung, was habe ich gesagt? Oh Mann. Irgendetwas habe ich gesagt. Ich weiß nur nicht mehr was. Ach, es wird dir irgendwann wieder einfallen. Vielleicht. Ja, die zwei habe ich genommen und jetzt baue ich weiter oben. So. So, ich komme mal vorbei und schau mir deine Gegend an. Mach das. Ja, denn sonst immer. Immer da sein und nichts machen, das ist ja auch nicht die feine englische Art. Willst du es doch bauen, oder nicht? Und wieder zurück. Und sind dir ein paar Stimmen auf den Kopf gefallen? Nee, zum Glück nicht. Okay. Aber ich dachte, jeden Moment wäre es soweit.
Ich frage mich ja echt, wie lange es dauert, bis die ganzen Bäume wieder nachgewachsen sind. Ja, das frage ich mich auch. Denn eigentlich sollten die bei uns auch langsam wieder nachgewachsen sein. Und also du hast ja beziehungsweise kein. halt kleine Bäume draus geworden sein von den Stümpfen oder sowas. So. Zack. Aber langsam haben wir genug. An Holz? Ja. Kannst du das nur sagen? Oder vielleicht übertreibe ich es nur. Ich wollte das echt machen, aber. Bis. Was? Hier sind Babys. Hä, wo kommen die denn her? Hä? Wie kommen die denn da hin? Vor allem, das sind nur Babys, ne? Ja. What the? Okay. Oh, ich muss was essen. Das sind nicht gerade wenig. Ja. Es wäre gut, wenn man sie häuten könnte. Oh ja. Was ist das? Sieht so aus. Da kommt einer auf dem Weg hergehoppelt. Ja. Ich sehe es. Bist du für einer? Er hat einen komischen Helm auf. Ich glaube, das ist dieser Blätterhelm. Ah, das kann sein, ja. Der ist auf jeden Fall mit einem Schuss kaputt gegangen. Ich wollte gerade sagen, oh Scheiße. Hinter uns aber das ja jemanden, den wir kennen. Kelvin. Ja, genau. Hock dich hin. Bestarre die Leiche. Hast du eh nichts Besseres zu tun. Okay. Aber wenn uns jetzt Babys angegriffen haben aus den Höhlen, würde ich jetzt mal sagen, dass da auch noch was anderes kommen könnte. Zum Beispiel so ein Klotz, der Wege versperrt. Ja. Naja, obwohl, das glaube ich nicht. Das glaube ich weniger, dass da so einer nochmal vorbeikommen könnte. Aber halt zum Beispiel diese Viecher mit den ganzen Tentakeln, so. Sowas zum Beispiel. Ja. Ah, Virginia ist bei dir in der Nähe. Ja. Ist direkt hinter mir. Ach, die will mir wieder was zeigen. Mal sehen, was mir zeigen möchte. Ich würde lachen, wenn es unsere. Da ist ein Riese beim Wasser. Ja. Und ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Ich auch nicht. Viel Spaß mit dem, das scheint alleine zu sein. Ja. Guten Tag, Mann. Willst du mir ernsthaft wieder den Helikopter zeigen? Ob ich hier. So.
Ja. Jetzt zeigen wir nochmal den Helikopter. Schön. Toll. Das ist so, als würde ich den nicht schon kennen. Na gut. Chip. Au. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid, ne? Ja, warum nicht? Was? Hi. Soll ich mal schnell vorbeiflitzen? Ah. Ich bin tot. Oh. Ja, kleinen Moment. Bin on my way. Ja, ja. Komm, ich brauche Hilfe. Haben Sie einen Termin ausgemacht? Ja. Musst du hier unser Ding kaputt machen? Genau. Kannst du Kevin mal in Ruhe lassen? Wow, es hat tatsächlich nur noch ein Headshot gefehlt und dann war er tot. Oh, du bist in der Base gestorben. Ja. Ich bin in der Base gestorben, weil der angefangen hatte, ein paar Sachen von uns kaputt zu machen. Okay, Kelvin lebt tatsächlich noch. Kannst deine Pfeile noch aus den Typen rausholen? Okay, gut. So. So, hier die Pfeile, ich komme. So. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Wir haben mittlerweile schon 30 Minuten. Bist du in der Bude? Ja. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.